Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wonderbox. Habe ich euch ja gestern schon mal vorgestellt und ich dachte, wir gehen heute mal weiter und gehen weiter rein in die Abenteuerwelt. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal die Kampagnen weitermachen und jetzt gehen wir in den kleinen Kuriositätenladen und ich werde es jetzt so aufteilen. Die Let's Play-Reihe wird jetzt erstmal die Reise des Helden darstellen und zwischendurch werde ich immer wieder, aber die werde ich dann anders markieren, den Editor bzw. den Spielmacher. Das werden wir in einer anderen Reihe weitermachen. Das heißt, jetzt wird erstmal nur gespielt. Zack. Da ist er wieder, der kleine Mann. Tudüt. Kleiner Kuriositätenladen. Okay, vielleicht kann man da irgendwas kaufen. Mal gucken. Geh mal rein. Oh, da. Okay. Da vielleicht rein. Ah, okay. Ach, guck mal an. Ein Schwert. Dann nehmen wir noch ein Schild mit. Ein Bogen. Ein Schlüssel. Das ist eine Königskrone. Aber kann ich einfach alles mitnehmen, oder? Was denn hier? Auch mal mit. Fragen wir ihn nochmal. Ich habe ein ganz besonderes Angebot für dich. Für 10 Münzen bekommst du das. Ach, um da durchzukommen? Okay. Aber was heißt denn das? Wie können wir denn... Wie bekommen wir denn jetzt 10 Münzen hier? Quatsch, hier steht einfach mal eine Tür im Raum. Da brauchen wir Schlüssel für, okay. Und was für einen Schlüssel braucht er denn? Das ist der, den er verkaufen will wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Warte mal, können wir hier reingehen? Hier brauchen wir so einen Schlüssel für. Ah, okay, gut. Hä, was muss man denn hier machen? Ist meine Frage gerade. Warte mal. Ah! Aha. Okay, den haben wir jetzt fallen gelassen. Da oben ist auch irgendwas. Wenn man hier drauf drückt, dann passiert da oben mit dem Kasten was. Dann wird es so einen blauen Würfelkasten. Okay. Da ist ein Schlüssel. Mit zwei davon, okay. Kriegen wir den da trotzdem noch nicht? Okay. Das ist wirklich ein kurioser Laden. Da, den können wir aufmachen. Okay, 3 Münzen. Das heißt, wir müssen hier relativ viele Münzen finden. Wahrscheinlich. Halt, hier ist auch noch eine Kiste. Kann auch noch. Auch noch eine Münze, okay. Hier gibt es auch Münzen drin, ne? Genau. Hier. Aber keine Münzen. Okay, lassen wir da rüber hüpfen. Kann man mit dem Elefanten denn da machen? Wofür ist der denn gut? Gut, fällt mir gerade auf. Dann hüpft er da oben rauf. Was für ein Frosch ist das, ne? Den, ach, den kann man immer weiter schicken. Okay, 7 Münzen. Es fehlen uns immer noch 3 Münzen. Wo kriegen wir die 3 Münzen her? Warte mal. Jetzt nicht weiter. Kriegen wir auch nicht auf. Das ist ja schräg. Ach, warte, ich habe eine Idee. Haben wir auch eine Spitzhacke hier? Ich sehe keine Spitzhacke leider. Nur ein Schwert. Mit dem Schwert kann ich das nicht kaputt machen hier, ne? Nee. Nee. Okay, wir brauchen eine Spitzhacke. Wo kriegen wir denn eine Spitzhacke her, ist die Frage. Hängt da oben eine? Da oben ist eine. Aber wie kommen wir da hoch?
Da fehlt uns noch ein Schlüssel. Wo kriegen wir noch einen Schlüssel her, ist die Frage. Crazy. Da oben wahrscheinlich noch ein Schlüssel irgendwo? Nee. Hä? Wir schmeißen mal irgendwas weg hier. Und zwar die Krone. Mist. Das wollte ich auch nicht haben. Lassen wir auch kurz weg. Versuche ich nochmal das Ding da oben zu bekommen. Yes! Jetzt haben wir die Spitzhacke. Okay. Dann können wir doch hier die Wand abfragen. Okay, das sind Diamanten. Was können wir mit den Diamanten machen? Irgendwas wieder rausfallen lassen. Okay, einen Diamant haben wir, aber wo können wir den Diamant machen? Können wir ihn ihm geben vielleicht? Den will er nicht. Da oben ist ja noch ein Schlüssel, aber die Frage, ob wir den Schlüssel brauchen. Nochmal den Knopf drücken bringt ihm nichts. Wie ist denn die Idee dahinter jetzt? Weiß ich echt nicht. Okay. Kann ich mir nicht. Hochziehen kann ich damit nicht weiter. Nein, das geht nicht. Okay. Oben ist auch eine Tür. Und da irgendwie reinkam? Ach Quatsch, hier war noch, die habe ich gar nicht gesehen, die Kiste gerade eben. Dann können wir noch ein Dings aufmachen. Leg mal ab. Können wir die Kiste hier drüben noch aufmachen? Bringt uns aber auch nicht so viel. Jetzt haben wir noch eine Münze. Also es fehlen uns immer noch zwei Münzen. Hm. Okay. Ach, wach so, warte. Was für ein Schlüssel brauchten wir für diese Truhe? Einen goldenen mit. Okay, mit so einem hellen Stern drauf, ne? Okay. Macht auch keinen Sinn. Ist auch noch ein Schlüssel, aber da komme ich nicht ran, glaube ich. Da komme ich nicht einfach so hin. Mit den Schlüssel, aber der Schlüssel passt der hier rein? Auch nicht. Mehr Kisten sind ja nicht, ne? Kann ich mal kurz rausgehen? Rausnehmen, was wir gesehen haben. Ach, guck mal. Machen wir so. Kriegen wir auch die Münze. Huch, nein, hier längs. So gibt es natürlich auch. So, dann gehen wir zu ihm hin, weil wir müssen was fallen lassen. Hi. Danke. Und jetzt kommen wir hier durch. Heieiei. Das war auch gar nicht so leicht gewesen. Witzige Idee, muss ich sagen. Wer ist er denn? Hey du, du findest freundliche Gesichter in der nahen Stadt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so läuft. Schon eine lustige Idee, aber das war schon ein bisschen rätselig, ne? So, gucken, was wir bekommen. Kriegerinbeine. Eine ausufernde Stadt. Die Reise des Helden. So. Achso, das ist ja immer das gleiche hier, ne? Wenn man hier hinkommt. Okay, hier ist ein ganzes Gemäuer. Da haben wir nichts. Wachen sind stumm. Hier gibt es irgendwann ein paar Münzen, die holen wir uns auch nochmal.
Hauen können wir leider noch nichts. Brauchen also eine Waffe. Wer ist er denn hier hinten, der alte Mann? Okay, er weiß auch nur was vom Wetter. Dann gehen wir hier hoch. Also ist schon cool, was man so alles errichten kann damit, ne? Ich habe ein besonderes Angebot. Für 90 bekomme ich ein Schriftstück. Ja, 90 habe ich ja nicht. Ich kriege ja 90 Münzen zusammen. Dann kriegen wir schon mal ein Schwert. Das Gute ist, mit dem Schwert können wir zurückgehen. Dann können wir auch hier mal kurz was wegkloppen. Ja, da mal rein. So, sind sie mir auch alle dankbar, oder? Kommt noch einer rum? Wo denn? Da hinten. So, und gleich da einen Schlüssel gefunden. Ach, da muss ich rein, deswegen kann ich wieder rein. Oh, sehr heldenhaft, sagt er. Okay. So, warte mal. Dann gehen wir hier oben links. Sieht man leider nichts. Ehrlich, dass man da vielleicht noch ein paar Münzen abstauben kann, aber das kann man nicht. Aber hier geht man rein. Dann geht's hier durch. Ja, ach da. Ja, Hallöchen. Gucken hier alle aus dem Fenster hier. War nicht schlecht. Oh nein, ich bin runtergefallen. Das war ja blöd. Na gut, gehen wir einmal hier noch links. Jetzt kann man auch hier längs gehen, das ist auch egal. Und ein Stuhl. Nein! Hat er mich runtergeworfen, der Affe. Shit. Muss uns beeilen, nicht, dass die Münze gleich verschwindet, so. Weiß ich ja nicht, ob das passieren kann. Ich glaub zwar nicht, aber man weiß es nicht. Da. Okay, was sagt sie? Ich bin so froh, dass du da bist, okay. Wir räumen alles ab hier. Gucken, ob wir das hinbekommen. Da können wir doch auch noch irgendwie rüberkommen. Aber ich glaube, ich habe keinen. Ich habe noch keinen. Hierfür brauche ich, glaube ich, so einen Enterhaken, um da rüber zu kommen. Kann ich mir alles gar nicht vorstellen, wie ich da rüberkommen soll sonst. Wenn ich mich hier raufstelle. Genau. Kann ich da rüber? Ja, kann ich mich drüben festhalten. Weil ich glaube nicht, dass ich es so schaffe, oder? Nee. Gut, dann müssen wir gucken, ob wir einen Enterhaken finden. Den finden wir wahrscheinlich nicht hier. Obwohl, vielleicht hier im Wasser. Eine Karotte. Na gut. Okay, weiß ich nicht, was ich jetzt mit der Karotte soll. Aber kann ich jemanden füttern? Bloß wen? Gut, gehen wir erstmal zurück. Und gehen nochmal da oben rein. Ja, ja, ich weiß. Wenn wir jetzt hier durchgehen. Ja, natürlich zu viel Kohle haben wir ja nicht. Aber hier können wir reingehen. Uch, das ist echt groß, ne? Guck mal an. So. Es tut mir leid, ich war in Gedanken. Ich mag mein Zuhause. Muss alles bauen kann auf so kleinen engen Raum, ne? Hi. Hi. Ah, hier. Ah, was suchst du auf dem Platz? Ich meine, hier kann man rein. Oder? Da steht jemand davor, okay. Gut, also ein paar Münzen haben wir schon, aber 20 ist ja noch lange nicht das, was wir haben sollen. Okay, ein Schlüssel. Das können wir doch für die Tür da oben benutzen, ne? Da war noch eine jeweils verschlossen. Nee, da steht davor. Da ist aber eine Tür, die verschlossen ist. Ah, hier sind auch wieder Münzen. Der Enterhaken. Sehr gut. Den können wir jetzt zurück und die Münzen von da drüben wiederholen. Mehr ist hier auch nicht, ne? Ich hab nicht mehr entdeckt hier, ne? Wieder raus. 25, wir brauchen 90 war das, ne? Das ist schon ganz schön viel. Keine Münze, da gibt es vielleicht eine Münze ab. Und, der bleibt? Nicht.
Gut, dann können wir da reingehen bei dem? Tatsächlich. Aha. Okay, warte mal, wenn man da rein kann. Kann man doch, da gibt es noch einen anderen Weg da hinten, oder was sehe ich da? Da muss man auch irgendwie hochkommen. Wahrscheinlich, warte mal. Geh nochmal hier hinten. Ne, wir können da oben längs gehen, glaube ich. Ich versuche nochmal was. Hier ist auch noch eine Tür. Was ist das da hinten? Mein Gott, das ist aber riesig hier. Okay. Dass wir da hinten irgendwo hinkommen. Da kommen wir da rein schon wieder ins Haus. Okay, sind wir da vorne? Echt ganz schön groß. Hier rein. Ah, guck mal. Na, eine Münze gab es hier nicht. Da im Turm sind aber Münzen, sehe ich gerade. Das ist nicht so knapp. Die Frage, wie wir da hochkommen. Da kann man aufs Brett springen, oder? Wie kommen wir wieder raus? Ah, hier. Alter. So, jetzt war. Ist auch schon ganz schön verwirrend, ne? Muss man mal sagen. Dann gehen wir hier weiter. 40 haben wir jetzt. 40. Gut. Guck, was er noch kann hier. Schon nicht schlecht. Ich habe von der anderen Seite was sehen. Ein Schlüssel, okay. Nirgendwo rein. Er ist beschäftigt, okay. Na, komme ich nicht ganz hoch, okay. Wann, ey. Schwimmen kann ich auf jeden Fall. Wie man sieht. Oh. Das versteckt sich hier in der Gegend, sagt sie. Hör zu. Kenne deinen Feind, dann kannst du besser. Ja. Okay, warte mal. Gut, kann man da noch irgendwie höher kommen? Nee, ne? Hier hinter vielleicht. Mehr ist hier nicht. Gehen wir mal hier raus. Aha. Wir können alles hier benutzen. Da steht jemand drin im Turm, aber ganz so hoch komme ich glaube ich nicht mehr. Dahinter ist nichts mehr. Okay. Riesenmünzen. Okay, es ist wirklich riesig. Also man kann hier ja wirklich nicht verlaufen teilweise. Okay. Leben? Du könntest es brauchen, bis dann. Ein Schlüssel, okay.
Das wäre noch irgendwas. Wenn es auch noch ein Eck gibt, ich komme da mal Münzen. Nee, anscheinend nicht. Ich wieder rausgehen. 55 Münzen, okay. Alter, sie wird immer größer, finde ich. Da kommen wir nicht durch. Da sind aber auch keine Münzen. Kann ich runtergehen? Hier auch nicht. Okay, dann gehen wir mal. Hier rein. Okay, hier waren wir doch schon. Wie wir hier hinterkommen. Ups, da rein. Okay, hätten auch den Weg kommen können. Gut. Jetzt haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten auf jeden Fall, wo wir irgendwo überall hinkommen können. Jetzt können wir nochmal hier rüber. Und gucken, ob wir da vielleicht mit dem... mit unserem Enterhaken da die Sachen erobern können. Sollte eigentlich möglich sein. Natürlich hier rüber einmal. Perfekt. Aber mehr gibt's hier auch nicht, ne? Ein Stuhl, wo man sitzen kann und das war's. Okay, also mehr Münzen haben wir hier nicht. Jetzt haben wir 65, uns fehlen noch 15 Münzen. Das ist ganz schön viel, finde ich. Oder bin ich, sehe ich das gerade verkehrt? Ich glaube, 15 Münzen sind noch. Das ist manchmal so wenig. Gucken wir mal. Dann gehen wir doch mal hier durch. Achso, warte. Da haben wir alle abgegrast, das weiß ich. Es gibt bestimmt ein paar Stellen, wo wir nicht rangekommen sind. Hier waren wir doch auch schon. Da haben wir eigentlich fast alles. Drehen mal kurz, ob da noch irgendwas ist. Und da geht es dann noch hoch, wie man sieht. Pass mal auf. Genau, da hinten sehe ich schon Münzen gesehen, die da drin sind. Gucken, ob wir da reinkommen. Ah, hier. Aha. Können wir wahrscheinlich auch alles ohne Hilfsmittel schaffen, wie ich das sehe. Hier kommen wir rein, tatsächlich. Okay. Okay, 8 Münzen fehlen uns noch. Okay, mehr Münzen sind hier aber nicht. Und hier bricht der Boden halt ein. Okay. Gut, mehr gibt's hier nicht. Aber immerhin, es fehlen nur noch 5 Münzen. Wo können wir die letzten 5 Münzen finden? Da unten sehe ich noch eine Münze. Aber einmal um die Ecke springen kann ich wahrscheinlich nicht. Er sagt gar nichts. So, aber da unten sind, waren ja Münzen. Warte mal. Glaube ich, die letzte Mal, die habe ich einfach nicht eingesammelt beim letzten Mal. Kann das sein? Das kann sein. Die habe ich vergessen. Dann gehen wir mal schnell rein, oder? Denn... das wäre ärgerlich. Habe ich hier drüben auch einen vergessen? Nee. Also es fehlen noch 4 Münzen. Das ist schon deutlich weniger. So, gehen wir nochmal hier rein zwischen den Leuten. Da ist zumindest eine Karotte.
Tatsächlich haben wir jetzt alle. Und dann können wir zurück. Das ist doch super. Weiß nicht mehr, wo wir gekommen sind. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus hier. So, weiter. Achso, das ist der Marktplatz. Okay, das ist der andere Marktplatz. Wir müssen natürlich zu dem ganz anderen hin. Aber ich meine, wir konnten hier auch wieder zurückkommen, ne? Ja, da ist er. Gut. Jetzt mal runter. Hui! Ach, ich habe 82. Er wollte 90 haben. Was rede ich denn da? Uns fehlen ja immer noch 8 Münzen. Heieieiei. Heide Witzka. Wo kriegen wir jetzt noch 8 Münzen her? Gibt es ja nur die Möglichkeit. Dann müssen wir nochmal einen anderen Weg gehen hier. Dumm von mir. Was habe ich denn da gedacht? Naja, es sollten 90 sein und nicht 82. Gut, also hier müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie Münzen bekommen. Guck mal hier hinter. Sieht noch nicht so viel aus. Sieht eigentlich noch gar nichts aus, ne? Die haben wir auch schon geholt, muss ich zugeben. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen rauszoomen. Warte mal, wir drehen das einmal ganz. Gucken wir genau hin, ob wir irgendwo was sehen können noch. Da sind arsch viele Münzen, aber wie kommen wir da hin? Muss ja irgendwie einen Weg geben. Ein Wasserfall, der uns da hinbringt? Kann das sein? Wie hüpfen wir hier runter? Alter, jetzt noch einen Weg links. Hier geht's zum Ausgang. Aha. Tatsächlich, jetzt haben wir alle. Okay. Na, schon gar nicht so leicht, ne? Also muss erstmal alles hier finden. Ein bisschen verzwickt ist es schon. Aber jetzt haben wir alle, tatsächlich. So, wieder zurück. Jetzt weiß ich nicht, was man damit machen kann. Testen wir mal. Ach, das ist wahrscheinlich ein Brief, den wir brauchen für irgendwas. Wahrscheinlich, um irgendwo reinzukommen. Genau, um irgendwo reinzukommen. Das heißt, es ist sozusagen unser... Okay, aber jetzt haben sie uns bis jetzt ja überall reingelassen. Das heißt, es muss irgendwo einen Weg geben, wo wir nicht reinkommen. Oder? So sehe ich das doch. Richtig, gut. Dann suchen wir mal. Wo standen die Wachen denn und haben uns nicht reingelassen? Ich weiß das gar nicht mehr. Hier? Ja, da kommen wir durch, ne? Ach ja, dann müssen wir hier links gehen vielleicht. Hier. Eine lustige Sprache, die wir auch haben. Okay, ob wir hier links gehen können gerade eben. Na gut. Boah, es ist schon ganz schön verzwickt hier, muss ich zugeben. Ja, er hier bestimmt. Pass auf. Halt. Du kriegst meine Berechtigung. Bitteschön. Dankeschön. Wow. Ganz ehrlich, das war mit das längste, oder? Ziemlich cool, aber trotzdem sehr lang. Du hast den Dreh raus. Du hast Stufe 10 erreicht. Ja. 800 Punkte bekommen. Wow. Paladin Torso. Dünenkriegerkopf. Rüstung. Goldene Statue, Kronensessel, Kelchsessel, weiches Kissen, Kronbanner, welches Banner. Ziemlich cool. Ja, das war's aber für heute. Ich glaube, ich mache mal kleinere Folgen, die sind immer sonst ewig lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dahin, hoffe ich, ihr bleibt gesund, holt euch kein Corona und lasst euch immer testen. Bis dahin, tschüss.